Was geht ab, meine Z-Fighter, Osaria? Und den globalen Dokkan Battle hat nun eine weitere Kampagne angefangen. Es ist die kleine Filler-Kampagne, eine kleine Kampagne mit jedoch ein, zwei Überraschungen. Wir werden uns alles dementsprechend detaillierter ansehen. Heute gibt es alle Infos und Details zur neuen Kampagne im globalen Dokkan Battle. Behaltet aber im Hinterkopf, es ist quasi diese angekündigte Filler-Kampagne von mir sozusagen. Denn wir erwarten ja das 3-jährige Jubiläum, beziehungsweise habe ich dazu ein Video gemacht. Ihr könnt euch gerne ansehen, was wir zum 3-jährigen Jubiläum erwarten. Und das ist quasi die Filler-Kampagne. Und nach der Kampagne sollte es langsam losgehen mit dem 3-jährigen Jubiläum. Aber zu dieser Kampagne selbst. Es ist die Kampagne zu dem 21. World Tournament. 21. World Tournament Begins Campaign heißt das Ganze. Wir sehen aber auch schon Jackie Chun etc. etc. Es werden halt diese zwei, drei neue Charaktere hinzukommen zu dem Dragon Ball Summon Banner vom World Tournament. Unter anderem Jackie Chun und so weiter und so fort. Aber wenn das Ganze online kommt, werden wir es näher betrachten. Damit ihr nur Bescheid wisst, 21. World Tournament ist quasi das Tournament, wo es dann quasi im Dragon Ball, im Anime losging mit dem World Tournament. Deswegen kommen die neuen Charaktere hinzu. Anyways, dann sehen wir schon mal, wir haben 15 ganze Events, die wir uns erwarten. Und zwar folgendermaßen, das Ganze ist schon online, Login-Boni, werden wir uns gleich die Täter ansehen, Special Missions sind auch online. Die ganze Campaign mit den Login-Boni geht bis zum 30. Juni, 2 Uhr nachts, beziehungsweise 1.59 Uhr morgens oder nachts, je nachdem, unserer Zeit. Dragonstone Sale ist online, dieser Sale ist richtig insane, also da könnt ihr richtig abstauben, nämlich jeden Tag. Ist legit nur ein Sale, aber jeden Tag könnt ihr euch 3 Dragonstones holen zum Preis von einem, mehr nicht. Deswegen, ihr merkt schon, ist eine kleine Kampagne. Strength Charakter Banner ist online. In diesem Banner quasi könnt ihr pro Mutlisam bekommt ihr 2 LRK extra. Ist jetzt GSS ja auch, also in dem Banner ist das LR Broly. Aber spart eure Stones. Spart eure Stones, denn wir wissen, dass 3 Jubiläum kommt. Das sind quasi die Filler-Campaign mit Filler-Banner etc. etc. Ich würde da weiterhin Stones sparen auf jeden Fall. Ist jedenfalls online, geht bis zum 22.06. 2 Uhr, beziehungsweise 8 Uhr morgens. Ja, 8 Uhr morgens unserer Zeit, genau. 7.59 Uhr, um genau zu sein. Das Storyman ist ebenso online. Vom Bio Broly ist, wie gesagt, online, geht bis zum 30.08 Uhr morgens unserer Zeit. Bulmas Preparation Stage, wie wir alle wissen, da können wir gut Support-Items farmen für das World Tournament. Geht am 18.06. online, 8.30 Uhr morgens unserer Zeit, bis zum 22.08 Uhr morgens. Danach fängt nämlich das Turnier an. Oh mein Gott, ja, ihr seht schon. Stopp. Super Saiyan Kaioken Goku, die News hatten wir doch letztens, das war bei JP. Und als es in JP kam, dachte ich mir schon, ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe, aber dass sie dann demnächst wahrscheinlich auch in Global kommen werden. Hierzu jedoch, ihr habt es, ja. Super Saiyan Kaioken Goku und PyCon kommen wieder zurück, nämlich wann? Am 20.06. 8.30 Uhr morgens unserer Zeit, sowohl Banner als auch Event. Aber zwei Sachen hierzu, ganz wichtig. Das kam ja vor eineinhalb Jahren, so in den Trum, etc., kam das Ganze ja online. Und war quasi bis dann nie wieder online im globalen Dokkan Battle. Deswegen dachte man sich, okay, sind Global Exclusive Karten, kamen nur einmalig, kommen die wieder. Oder man hat gehofft, dass sie wiederkommen. Sie kamen letztens erst in JP vor ein paar Tagen. Deswegen dachte man, okay, vielleicht kommen sie wieder in Global und so weiter und so fort. Und tatsächlich sind sie wieder gekommen. Erste Sache, ganz, ganz wichtige Änderung, ist mir auch in JP aufgefallen. Damals in Global war das ein Special Event. Special Events sind quasi so mehr oder weniger einmalig. Wie Arale zum Beispiel, die kam auch nie wieder. Aber nun wurde das geändert zu Story-Event. Mir ist in JP schon aufgefallen, das war in JP genauso. Und in JP sind die Stages ein bisschen anders, als das damals rauskam in Global. Was will ich damit euch sagen? Da es ein Story-Event ist, bin ich mir halt nicht sicher, dass das jetzt quasi immer in die Routine kommt. Also als Story-Event immer wieder zurückkommt. Ja, weil so Story-Events kommen immer wieder, wie zum Beispiel das hier. Das war schon mal online, kommt wieder, weil es ein Story-Event ist. Abwechselnd immer zur Kampagne kommen die zufällig wieder, okay? Heißt, erste wichtige Anmerkung, es ist kein Special-Event mehr, sondern ein Story-Event. Dementsprechend denke und hoffe ich, dass die Charaktere in Zukunft in jedem anderen Banner nicht gefeatured sein werden. Damals waren sie special, also sie waren speziell, kamen nur in ihrem Banner, wie die Dragon Ball Fusions-Charaktere und dann nie wieder. Aber jetzt, dass es ein Story-Event ist und immer und immer wieder kommt, hoffe ich, dass sie quasi in das Charakterpool, in das Bannerpool gesteckt werden, da sie ja nicht gefeatured Charaktere sind, wie Kalifla etc. etc. Kale und so und so fort. Kennen wir alle, Messane. Tapion. Hoffe ich. Wissen wir nicht, müssen wir dann quasi beobachten. Ich beobachte es auf jeden Fall. Zweite Sache, wir wissen, in JP haben die Dudes einen Buff erfahren. Wenn ihr das Video nicht gesehen habt, schaut es euch an. Frage ist jetzt, bekommen sie in Global auch einen Buff? Um ehrlich zu sein, denke ich nicht. Ich hoffe, ich täusche mich, aber ich denke nicht. Warum?
By the way, ich will hier nicht darauf eingehen, was bevorzugt wird. Ich habe mir kommt angesehen, ja, JP wird wieder bevorzugt hier. Darum geht es mir gar nicht. Ich will da nicht darauf eingehen. Was ich dazu sagen kann, ist, wenn ihr sowas sagt, dann achtet bitte auf alle Details, macht euch schlau und bitte, sobald irgendwas geändert wird, sobald irgendwas neu in JP kommt, sagt nicht direkt Global Chef, bla bla bla. Ohne dabei zu sehen, was überhaupt im Global abgeht. Weil Großteil der Community achtet nicht darauf, wenn Global neue Sachen kommen, bessere Sachen kommen. Unsere Kampagnen in Global sind in der Regel im Schnitt immer besser als in JP. Egal welche Kampagne. Das sagt niemand. Was ich aber meine, wie gesagt, darum geht es mir nicht. Aber warum denke ich, dass sie nicht einen Buff bekommen? Weil damals wurde in Dokkan Global Goku Physisch Black ebenfalls gebufft, in JP nicht. Da hat niemand gesagt, yeah, Global wird bevorzugt, JP wurde geschäftet. Hat niemand gesagt. Das meine ich. Be open-minded, ja. Schaut es aus verschiedenen Perspektiven an. Deswegen, weil Goku Black damals auch bis dato nicht gebufft wurde in JP, denke ich nicht, dass sie gebufft werden. Ich hoffe, ich irre mich. Wie gesagt, mir geht es wirklich nicht darum, irgendeine Seite zu bevorzugen. Ist jedem seine Sache, aber macht euch schlau auf jeden Fall, bevor ihr irgendwas urteilt. Worum es mir geht, ist, was ich will, ist Gleichheit. Ja, es ist ein Spiel, was immer geupdatet wird, mit mehr oder weniger einer Meta. Heißt, warum werden sie nicht auf beiden Editionen, auf beiden Versionen geändert? Warum gibt es keine Changes? Wisst ihr, was ich meine? Heißt, warum wurde Goku Black damals auch nicht im JP gebufft? Warum selbes mit den Dudes? Wir wissen es nicht, ich schließe es auch, aber ich hoffe es. Ich irre mich. Schauen wir mal, müssen wir abwarten. Ich schließe es aus, aber ja, wie gesagt, müssen wir abwarten. Anyways, das World Tournament geht am 22. Juni los, 8.30 Uhr unserer Zeit, geht bis zum 26. Juni, 8 Uhr morgens, ja, 7.59 Uhr. Boom, das ist das Banner, wo ich euch gesagt habe, in diesem Banner werden nur Gokus und Vegetas sein, weil das ist das quasi Rival-Banner. In diesem Banner werden sehr wenig Charaktere sein, SR und höher, weil es gibt keine Summonable R, Goku und Vegeta-Charaktere. Und in diesem Banner werden auch Majin, Vegeta und Goku sein. Die Sache bei dem Banner ist aber, Promo-Isan bekommt einen gefeaturten SSR garantiert. Heißt, ihr müsst da nicht hoffen, dass der letzte nicht gefeatured sein wird, weil er wird immer gefeatured sein. Dennoch ist die Banneranzahl sehr gering. Wenn das Banner kommt, werden wir uns detaillierter ansehen, beziehungsweise in einem Banner-Preview. Außen vorweg, ihr müsst sie nicht sammeln. Nur weil das Bannerpool wirklich gering ist, nur Goku und Vegeta sind die Chancen eigentlich gut stehen, dass man LR Goku Super Saiyan 3 zieht oder LR Vegeta. Dennoch sind die Rates sehr, sehr gering. Möchte ich jetzt schon, euch schon mal warnen, das ist genau das Banner, was direkt vor dem 3-jährigen Jubiläum kam. Also spart eure Stones. Spart, kratzt jeden Stone auf für das 3-jährige Jubiläum. Für LR Vegeta und LR Gogeta, weil die Banner sind sehr stark. Anyways, gewisse Story Events kommen ebenso online. 26.06. kommt das hier, 8.30 Uhr. Das kommt am 26. ebenso 8.30 Uhr, so wie Dead, Battle of God. Double Experience of the Quest Stages sind auch schon online, richtig. Und Barbershop 30%. Da schauen wir uns mal ganz kurz die Login-Boni an. Und zwar dann noch die Special Missions, was ihr da abschauen könnt. Und dann war's das zum Video. Nämlich, jeden Tag gibt es quasi ein Stone. Insgesamt sind es 16 Stone während der Periode. Wie gesagt, ihr seht das Ganze bis zum 30. Und gewisse Items, ja, so viel Atembrauen, das gibt es eigentlich nicht. Ist quasi so Standard-Login-Boni. Aber Special Missions schauen wir uns auf jeden Fall an, was ihr beachten müsst, weil während der ganzen Periode könnt ihr euch bis zu 20 Dragonstones holen und Dragon Ball Summon Tickets für das World Tournament Banner, also das Dragon Ball World Tournament Banner und die World Tournament Medaillen. Was muss man dafür tun? Daily, täglich geht ihr her, jeden Tag. Wenn ihr eine Stage macht, eine Stage klärt, irgendeine Stage bekommt ihr von den Training-Items jeweils zwei von jedem Typus. Wenn ihr jeden Tag drei Stages macht, bekommt ihr einen Dragonstone. Also macht es auf jeden Fall. Lockt euch ein, macht die Daily Missions. Dann ohne Limits Part 1. Also während der ganzen Kampagne, beziehungsweise bis zum 30. Wenn ihr folgendes macht, bekommt ihr folgendes. Wenn ihr eine Stage klärt, bekommt ihr einmal Goldstatue. Wenn ihr vier Story Event heißt aus irgendeinem Story Event wie das von Bio Broly, wenn der eine Stage macht, 4 Stages, 7 Stages, 10 Stages, bekommt ihr einmal Goldstatue und bis zu 4 Dragonstones. Dann auf Part 2, wenn das World Tournament beginnt, kommen folgende Sachen hinzu. Wenn ihr einmal das World Tournament einmal macht, da teilnimmt, bekommt ihr Dragon Ball Saga Tickets 3 Stück. Wenn ihr Quarterfinals erreicht, 3 weitere, Semifinals 4. Wenn ihr ein World Tournament gewinnt, 5. Einmalig, wie gesagt. Und die World Tournament Medaillen bekommt ihr, wenn ihr quasi am World Tournament gewinnt, unter speziellen Bedingungen. Die speziellen Bedingungen sind unter anderem, wenn ihr in eurem Team Charaktere der World Tournament Kategorie habt, Giant Form und Peppy Gods.
Können noch weitere hinzukommen. Das sind quasi die Informationen, die ich bis jetzt habe. Aber ja, genau. Anyway, so viel dazu, meine lieben Freunde, meine Damen und Herren. Und zwar, wie gesagt, alles zur Kampagne, alle Informationen und Details. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt auf jeden Fall ein Like. Ich wünsche euch bis dahin auf jeden Fall eine schöne Zeit. Das war zu viel auf jeden Fall, deswegen machen wir Schluss. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.